Ich möchte heute darüber reden, dass manchmal unsere Gene nach Zucker verlangen. Und nein, dabei wird es leider nicht darum gehen, dass wir heute alle unsere Halloween-Süßigkeiten auf einmal essen sollten. Das hier ist Sarah und ihre Ärztin hat ihr wegen ihrer genetischen Veranlagung aufgetragen, dreimal am Tag einen Löffel Zucker zu essen. Aber warum? Um das zu verstehen, fangen wir am besten ganz am Anfang der Geschichte an. Sarah ist ein junges und ein sehr reales Mädchen, das mit ihren Eltern, ihrer Schwester und ihrer flauschigen Katze in Salzburg lebt. Und als sie ungefähr 4 Jahre alt war, bemerkten ihre Eltern eine Verzögerung in ihrer psychischen Entwicklung, in ihrem Wachstum sowie ein ungewöhnlich rundes Gesicht mit schweren Gesichtszügen verglichen zu ihren Freunden. Nachdem mehrere Ärzte keinen Grund für Sarahs Symptome finden konnten, brachten ihre Eltern sie zu einer speziellen Genetikpraxis. Die Ärztin dort beschloss, Sarah auf sogenannte seltene Erkrankungen zu testen, da keine der gängigen Tests zu Antworten geführt hatten. Seltene Erkrankungen sind Erkrankungen, die weniger als eine von 2000 Personen betreffen. Während also eine einzige seltene Erkrankung nicht viele Leute betrifft, sind aber eine große Anzahl von Menschen von einer der bis zu 7000 seltenen Erkrankungen, die bisher bekannt sind, betroffen. 20 bis 30 Millionen Menschen leiden allein in Europa an einer solchen seltenen Erkrankung. Circa 80% aller seltenen Erkrankungen haben eine genetische Ursache. Daher beschloss Sarahs Ärztin, eine Blutprobe zu entnehmen und Sarahs Genom sequenzieren zu lassen, um herauszufinden, was sie krank macht. Natürlich wollte Sarah dann sofort wissen, was bedeutet Genomsequenzierung überhaupt und noch viel wichtiger, tut das weh? Die Ärztin hat ihr den Prozess dann folgendermaßen erklärt. Unser Genom steckt im Kern jeder unserer Zellen, aus denen unser Körper besteht, wie in einem kleinen Tresor. Wir können es zum Beispiel in Hautzellen, Haarwurzeln und Blutkörperchen finden. Deshalb hat sie auch Sarahs Blut abgenommen. Wenn wir in den Kern eines Blutkörperchens reinzoomen, dann sehen wir das Genom wie einen langen Faden, der manchmal in kleine Spulen aufgewunden ist. Wenn wir uns diese Spulen genauer ansehen, dann sehen wir diesen langen Faden, den wir DNA nennen. Er besteht hauptsächlich aus 4 Bausteinen, die die Wissenschaftler gerne zu den Buchstaben A, C, G und T abkürzen. Die Ärztin erklärt Sarah, dass sich diese 4 Buchstaben wie einen Code in ihrer DNA vorstellen kann, ähnlich zu Morsezeichen. Abschnitte dieses Codes, die Nachrichten für die Zellen kodieren, nennt man Gene. Und die Gesamtheit aller unserer Gene bilden das Genom. Dieser Code bestimmt viele unserer physischen Eigenschaften und 99% dieses Codes ist identisch bei allen Menschen. Aber die kleinen Unterschiede können zu großen und auffälligen Unterschieden in physischen Eigenschaften führen. Zum Beispiel beeinflusst unser genetischer Code unsere Augenfarbe, ob wir niesen müssen, wenn wir in die Sonne schauen, unsere Partnerwahl und sogar, ob unser Urin komisch riecht, nachdem wir Spargel gegessen haben. Leider können kleine Veränderungen und Abweichungen in dem Code auch zu Problemen oder sogar Krankheiten führen. Manchmal reicht schon die Veränderung von einem einzelnen Buchstaben und zum Beispiel zum Verlust des Enzyms Laktase und damit zur Laktoseintoleranz zu führen. Andere Konsequenzen könnten auch Krebs oder wie vermutlich in Sarahs Fall eine seltene oder noch unbekannte Erkrankung sein. Wenn wir keine medizinischen Tests für eine Diagnose zur Verfügung haben, können wir versuchen, das gesamte Genom eines Patienten auszulesen. Ein Forscher im Labor füttert dafür die Blutprobe eines Patienten in eine Maschine. Diese Maschine liest dann jeden einzelnen Buchstaben der DNA und erstellt eine Computerdatei. Diese Datei kann sich dann ein Biologe anschauen und analysieren. Diesen Prozess ist, was wir unter Genomsequenzierung verstehen. Ein super cooler Prozess und in und für sich ein Thema für seinen ganz eigenen Science Slam. Aber was noch viel cooler ist, ist, was wir mit diesen gewonnenen Informationen erreichen können. Und darauf wollen wir uns heute konzentrieren. Also die Maschine spuckt die Buchstabenreihenfolge des Genoms aus. Und da menschliche Genome eine sehr große Menge an Informationen speichern, ist diese Buchstabensequenz sehr lang. Würden wir sie in Bücher abdrucken, könnten wir circa 175 Bände füllen. Jetzt fragt sich Sarah natürlich, wenn mein Genom 175 Bücher füllt, wie wollt ihr dann finden, was mich krank macht? Und Sarahs Bedenken sind absolut berechtigt. Da die Datenmenge so groß ist, können wir unmöglich jeden einzelnen Buchstaben lesen. Dazu würden wir circa 95 Jahre brauchen,
allein nur um jeden einzelnen Buchstaben vorzulesen. Deshalb brauchen wir computergestützte Algorithmen, die durch dieses Vergrößerungsglas hier dargestellt werden, die diese großen Datenmengen für uns verarbeiten können und dabei kleine Unterschiede in der Buchstabenreihenfolge erkennen können. Dafür benutzen diese Algorithmen sogenannte Referenzdaten von anderen Menschen und vergleichen Sarahs Genom damit, um diese Unterschiede zu finden, die ihre Symptome erklären könnten. Hier ist ein kleiner Einblick, wie das aussehen kann. Hier oben in bunt sind die Referenzdaten, das ist die Buchstabensequenz, die als gesund gilt. Und dann unten drunter sind die Sequenzschnipsel, die aus der Sequenziermaschine kommen. Die Algorithmen müssen diese dann erst in die richtige Reihenfolge zusammenpuzzeln und können dann diese kleinen, aber feinen Unterschiede finden. Jetzt aber zurück zu Sarah. Ihr Genom wurde sequenziert und ihre Ärztin zusammen mit einem Team von Wissenschaftlern haben diese Algorithmen angewandt und tatsächlich eine kleine Abweichung in ihrem Genom gefunden, verglichen zu den Referenzdaten. Sie fanden eine 2 Buchstaben große Veränderung in dem Gen GFUS, welches für ein Enzym kodiert, das die Substanz GDPL-Fucose herstellt. Wegen dieser Veränderung hatte Sarah nicht genug von dem Enzym und produzierte deshalb nicht genügend Fucose. Fucose spielt allerdings eine sehr wichtige Rolle im Körper. Wir brauchen es, um die Aktivität verschiedener Zellbausteine steuern zu können. Und mehr als die Hälfte unserer Zellbausteine brauchen diese zusätzliche Steuerung, um richtig funktionieren zu können. Das erklärt Sarahs Entwicklungsverzögerung. Zum Glück konnte dieses Problem mit einem Spezialzucker gelöst werden, den man in einem großen Becher in der Apotheke kaufen kann. Wenn Sarah diesen Zucker isst, dann kann ihr Körper einen anderen Stoffwechselprozess aktivieren, um Fucose zu produzieren, ohne das GFUS-Gen, das bei ihr verändert ist, zu benutzen. Deshalb wurde Sarah für ihre Behandlung einfach 3-mal täglich einen Löffel dieses Zuckers verschrieben. Heute ist Sarah 7 Jahre alt und hat mit ihrer psychischen und physischen Entwicklung aufgeholt und bereitet sich gerade auf ihre Einschulung vor. Erfolgsgeschichten wie die von Sarah werden durch die von Wissenschaftlern gesammelten Daten und entwickelten Algorithmen möglich. Noch wichtiger als die Sammlung von Daten ist allerdings das Teilen der Daten und der Ressourcen mit anderen Wissenschaftlern und Ärzten. Es wäre unmöglich gewesen, die Ursache für Sarahs Erkrankung zu finden, ohne die Referenzdaten und ohne die Computeralgorithmen. Und jetzt kann Sarahs Genom auch anderen Menschen helfen. Wissenschaftler, die ihre Genomdaten erhalten, können damit weiterforschen, die Krankheit besser verstehen und andere Behandlungsmethoden finden. Ärzte, die Daten nutzen, können diese Daten nutzen, um bei ihren Patienten schneller eine Diagnose zu finden. Das gilt übrigens nicht nur für seltene Erkrankungen, sondern auch für Krebs und auch für andere Datentypen, wie zum Beispiel Single Cell oder epigenetische Daten. Aber dafür brauchen wir eine Infrastruktur, mit der Genomdaten in einer sicheren Umgebung geteilt, gelesen und analysiert werden können. Diese sichere Umgebung muss eine Balance zwischen der Privatsphäre der Patienten und dem Bedarf der Wissenschaft für Datenteilung halten können. Und das ist das, was wir bei GHGA anstreben. Ein sicheres Datenarchiv, mit dem Daten wie Sarahs Genom fair, sicher und anonym geteilt werden können und Algorithmen bereitgestellt werden können für die Analyse dieser Daten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.